Endlich wieder Sascha in the Cars, heute mit dem schnellsten Lieferwagen der Welt. Na gut, okay, vor 45 Jahren. Aber er ist immer noch der coolste der Welt. Dodge Ram Pickups kennen wir alle. 60 Jahre, eine sehr große Erfolgsstory. Aber Dodge hat in den 70er Jahren ein paar richtig coole, seltene Sondermodelle gemacht. Zum Beispiel hier den Little Red Express. Also der kleine rote Express. Lieferwagen, Pickup-Trucks, das war damals eigentlich immer nur funktional. Hatte nichts mit Lifestyle zu tun, hatte nichts mit schöner Optik zu tun, sondern war eben eine Kiste, wo man hinten Sachen draufgeschmissen hat, die möglichst gehalten hat, die möglichst abgerockt nach 10 oder 15 Jahren in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Aber ein paar haben es erstens überlebt und sind heute gefragte Klassiker. Und B, es gab ein paar richtig coole Sondermodelle wie eben diesen hier. 7000 Stück haben sie nur davon gebaut. Nur 78 und 79. Und heute gehören sie zu den wertvollsten Pickups und zu den seltensten Pickups. Was ein bisschen aussieht wie von einem Matchbox-Auto, war tatsächlich eines der Erkennungszeichen von dem Sondermodell Little Red Express. Es gab noch ein paar mehr. Zum Beispiel hatte er immer diesen Auspuff, oder besser gesagt diese zwei Auspuff, hochkant gestellt, untypisch eigentlich, und hat auch nicht nur Vorteile, denn vor allem wenn es kalt ist, rußt es dir natürlich immer ein kleines bisschen aufs Auto. Also ein Mikrofasertuch sollte man immer dabei haben. Speziell waren eben auch die Bereifung und die Felgen, und speziell war eben die Holzbeplankung. Ja, das kennt man ja, vom Grundprinzip ist es ein bisschen wie ein Stepside-Truck, aber eben mit ganz spezieller Holzbeplankung, die es heute im Übrigen immer noch auch durch die vielen Fanclubs und durch die vielen Menschen, die diese Fahrzeuge erhalten wollen, im Original gibt. Man muss sie also nicht nachbauen. Ist zwar günstiger, aber man kann sie immer noch im Original kaufen, damit man auch wirklich die 100% korrekte Optik hatte. Die Lampen, die aussehen wie von einem Anhänger irgendwie dazugebaut, sind im Übrigen auch genau so richtig und original. Ja, also der hatte schon ein paar Facetten, die man nicht unbedingt von anderen Pickups gekannt hat. Und er war eigentlich alleine durch das Holz und durch das Chrom auch nie so wirklich dazu gedacht, jetzt zwangsweise ein funktionales Arbeitsvehikel zu sein, sondern hier ging es eben schon darum, den Menschen zu zeigen, dass ein Pickup auch mehr kann. Und was er vor allem mehr konnte, war Beschleunigung. Denn wie gesagt, es war der schnellste Lieferwagen 1978, der je gebaut wurde. Es war sogar ganz kurzzeitig von der Beschleunigung her in dem Jahr 78 das schnellste amerikanische Fahrzeug, was zugelassen wurde. Heute, ist das natürlich alles ein bisschen zu relativieren, aber damals eigentlich eine Sensation. Und sie wollten nur 2000 Stück bauen, 78, aber weil das so ein großer Erfolg war, haben sie 79 mit leichten Modifikationen dann nochmal welche gebaut, und zwar 5000 Stück, sodass wir insgesamt 7200 Exemplare vom Little Red Express haben, die alle durch die Fahrgestellnummer auch sozusagen bestätigt sind, also keiner nachgebaut und sonst was, sondern 7200 Stück wurden offiziell auf den Markt geschmissen. Wie viele es heute noch gibt, man kann nur schätzen, etwa 2000 Stück sind wohl noch in der ganzen Welt verteilt, in Deutschland vielleicht zwei Handvoll, wenn überhaupt. Der optisch größte Unterschied zwischen dem 78er Modell, was wie gesagt ein bisschen weniger gegeben hat, und dem 79er wie der hier, ist die Lampenpartie. Ja, hier haben wir eben schon die modernere Doppellampe, während der 78er die runde Lampe mit dem Blinker hier hat. Ja, wir sehen, Blinker ist hier noch schon unten runtergewandert, bei dem 78er ist er hier und wir haben hier eine runde Lampe. Ist Geschmackssache, beides sieht cool aus. Auch die Haube hat sich ein kleines bisschen verändert. Wir haben dann beim 79er so eine Art U-Cut eingebaut, was man aber nicht sieht, weil der Ruß kommt noch genauso raus wie beim 78er. Nicht verändert hat sich der Motor und der Motorraum. Den gucken wir uns mal an. Ja, 360er. Alle Little Red Express hatten den 360er Motor. 360 Kubik-Inch sind ziemlich genau 5,9 Liter. Natürlich V8. Ich glaube, das braucht man gar nicht extra zu erwähnen. Durstig ist er. Ja,
25, 28 Liter gehen durch den Edelbrock-Vergaser durch. Wenn man ein bisschen zügiger fährt, bei normaler kultivierter Fahrweise vielleicht 16, 17, 18 Liter. Aber das haben die alten die alten Dodges alle irgendwie in sich. Was haben wir an Leistung? 225 PS. Das ist natürlich heute nichts mehr. Ja? Aber wir müssen uns vorstellen, Ende der 70er, die Muscle-Car-Zeit war vorbei. Die Ölkrise hat in den USA auch das ein oder andere Umdenken vorangetrieben. Und deswegen war 78 ein Pickup mit 225 PS tatsächlich schon eine kleine Sensation. Ja, weil, wie gesagt, Pickups mussten ja normal nicht sprinten. Und der hier war auf der Viertelmeile richtig schnell. Mit rund 300 Newtonmeter Drehmoment und einem 727er Getriebe hat er die Kraft auch gut auf die Hinterachse gebracht. Wohlgemerkt nur die Hinterachse. Denn bei diesem Dodge Ram gab es absolut keinen Allradantrieb zuschaltbar. Das war auch wieder ein Indiz dafür, dass es eigentlich kein Working Pickup war, ja, keine Arbeitshure, sondern eben wirklich ein Auto, mit dem man auch mal am Wochenende auf dem Viertelmeilenstrip oder an der Ampel oder im Eiscafé ein bisschen angeben konnte. Ja, sieht aus wie ein Matchbox-Auto, ist irgendwie relativ spektakulär bis heute. Natürlich baut man heute keine solchen Autos mehr. Und wenn man es genau nimmt, ist ja eigentlich der Großvater vom Dodge Ram SRT10 mit dem Cobra-Motor, der ja im Prinzip modernerweise, der auch schon 10 Jahre her oder 15, aber der schnellste Pickup der Welt ist, natürlich nochmal mit ganz, ganz anderen Werten wie hier, weil wir da um knapp 800 PS gehen. Aber damals war das hier schon vergleichbar und deswegen kann man sagen, der legitime Vorgänger sozusagen des SRT10. Ich finde das Auto unfassbar kultig und jetzt habe ich Bock, den zu fahren. Friendly face, bad face, pickup face. Ja, natürlich merkt man, dass das Auto von 1979 ist. Ja, und dann im Transporter hat man damals halt das verstanden. Pickup, ruppig, Blattfedern, auch klar. V8 Laufkultur bei dem Auto jetzt sehr gut, weil es auch schön restauriert ist und weil der Motor auch gut eingestellt ist. Man merkt das natürlich auch, der zieht schon auch schön vorwärts. Wie gesagt, 225 PS. Heute ist natürlich jeder Sprinter mit 180 Diesel PS eigentlich schneller. Aber damals waren andere Zeiten. Der Tacho geht bis 85 Meilen und das Lustige ist, dass er genau ausgerechnet hat, dass das 137 km/h sind. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ziffernblatt 137 als höchste Stufe. Ja, ist also knapp 130 km/h schnell. Muss man nicht unbedingt fahren mit einem Pickup. Man weiß ja, wie das ist hier. Große Reifen. Ja, der normale Lenkwiderstand ist auch so mittelmäßig. Aber wie gesagt, wir haben hier ein Auto in einem hervorragenden 2-Plus-Zustand, was eben toll restauriert ist. Dann sind diese Autos im Vergleich zu normalen Dodge Rams aus der Zeit auch gut doppelt so viel wert. Also 40.000, 50.000 Euro muss man für einen Originalen in diesem tollen Zustand schon berappen, wenn man überhaupt einen kriegt. Es haben ja kaum zwei Handvoll, glaube ich, nach Deutschland geschafft. Die meisten sind natürlich immer noch in den USA und in der Little Red Express Society auch bekannt. Es gibt eine eigene Community sozusagen, wo jedes Auto registriert ist mit Fahrgestellnummer und mit dem Halter, also dem Owner. Und da kostet $30 pro Jahr und dann kann man sich da registrieren und bekommt dann eben auch immer die Infos. Teile, das ist nämlich natürlich ganz besonders für den Little Red Express. Vieles ist nicht Standard aus dem normalen Deutsch-Repertoire, aber wie üblich beim Mopar ist die Teileversorgung insgesamt doch relativ gut. Ja, der Innenraum ist schnell erklärt. Das ist das, was eben im Pickup damals drin war. Ein paar Anzeigen, die lustigerweise auch alle funktionieren. Eine Klimaanlage, die, glaube ich, vor 20 Jahren das letzte Mal befüllt wurde. Ja, wir kühlen hier auch mit der Oldschool-Klimaanlage, wie man das bei Oldtimern kennt. Und ansonsten viel nacktes Blech, eine schöne Sitzbank mit bisschen Leder. Das haben sie zumindest mal auch etwas hübscher gemacht als bei den meisten klassischen Facharbeitern. Und ja, ist ein schönes Auto zum Cruisen, für durch die Gegend zu fahren und eben auch jetzt nach, einmal kurz durchrechnen, 45 Jahren, ja, dank des guten Zustands auch absolut immer noch in Spaßgarant. Und was vor allem in Garant ist, wir kriegen hier extrem viele Daumen nach oben. Also das ist wirklich mehr als in einem Porsche oder mehr als in vielen vergleichbaren
Autos, die ja in Deutschland häufiger sind als eben so ein alter Pickup. Ganz, ganz viel, ganz, ganz hoher Sympathiefaktor. Finde ich persönlich eigentlich auch ganz cool. Das war unser Little Red Express. Relativ selten auf der Welt, super selten in Deutschland. Wir haben ein schönes Exemplar für euch gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, folgt uns doch gerne. Und wie immer gilt, Benzin im Kopf. Welcome, Petrolheads. Bis bald. Ciao.